Servus, der Micha hier, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr schon seht, ich habe hier unsere Leuchte vom Wohnwagen in der Hand und was damit passiert ist, das seht ihr nach dem Intro. Ja, willkommen zurück. Ja, wie ihr schon am Anfang gesehen habt, ich habe unsere Leuchte vom Wohnwagen in der Hand. Ja, was ist uns passiert? Wir haben ein kleines Aquarium in unserer Leuchte gehabt, und zwar hier unten. Ich blende dazu euch mal ein paar Bilder mit ein, wie das genau aussieht. Das ist ein, sage ich mal, typisches Problem für diese Leuchten, denn bis Baujahr, jetzt muss ich überlegen, bis Baujahr 22, genau, sind diese Leuchten verbaut worden, aber ich will nicht sagen Serienfehler, aber es ist eine kleine Ursache, die dafür sorgt, dass dann hier im unteren Bereich das Wasser drin schwimmt. Und wie wir das jetzt beheben, damit das nicht mehr passiert, denn wir haben da ein paar Infos bekommen. Ja, einen kleinen Hinweis möchte ich euch noch geben, weil das ist wirklich wichtig. Viele fangen an, hier in die Leuchten dann Löcher zu bohren, um eben das Wasser ablaufen zu lassen. Rein theoretisch, ja, ist richtig, kann man machen. Aber ganz, ganz, ganz wichtig, diese Leuchten haben eine Zertifizierung, quasi eine für den Straßenverkehr zugelassene E-Prüfnummer. Da steht ganz genau drin, wie die Leuchte beschaffen ist, wie dick das ist und so weiter und so fort und wie sie halt gebaut ist. Und wenn ihr dann jetzt hier Löcher reinbohrt, ist das eine Änderung der Bauart zugelassenen Leuchte. Ja, damit ist es so, dass die Betriebserlaubnis dummerweise für das ganze Fahrzeug dann erlischt. Ja, also ich habe da gesprochen mit TÜV, mit DEKRA, mit Gutachtern, wenn, ich muss ja, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, es muss ja nicht an euch liegen, sondern es kann ja irgendwas anderes sein, euch fährt einer hinten rein oder wie auch immer und so weiter. Kommt ein Gutachter, der guckt dann alles durch, stellt dann fest, dass hier Löcher drin sind und dann sagt er, ach, tut mir leid. Und die Versicherung, die ist natürlich der Erste, der dann sagt, nee, da kriegt ihr nichts ersetzt, weil ihr habt da dran manipuliert, in Anführungsstrichen. Also ganz wichtiger Hinweis, bitte keine Löcher reinbohren. Wir zeigen euch jetzt, was ihr am besten ändern könnt, damit eben kein Wasser mehr hier eintritt. Und da würde ich sagen, kommt da einfach mal ein Stückchen näher. So, jetzt sind wir hier am Objekt der Begierde, was ja eigentlich oder wo der Fehler eigentlich entsteht. Wie ihr seht, hier wird normalerweise die Leuchte eingebaut. Hier haben wir ein Revisionsloch, damit man hinten schön an die Schraube kommt, falls der Träger mal abgebaut werden muss. Hier haben wir ein Loch, wo die Kabel quasi rauskommen, damit die Leuchte auch funktioniert. Das habe ich mir jetzt bloß mal hier schnell beiseite gelegt. Und dann haben wir hier unten noch so ein kleines Loch, was eigentlich gar keine Funktion hat. Ja, also da ist null. Ja, was ist jetzt die Ursache? Warum tritt Wasser in die Leuchte ein? Das ist relativ, naja, relativ einfach zu erklären. Das Problem ist ganz ungünstige Wetterbedingungen. Zum einen Regen, ganz klar, sonst kommt kein Wasser. Und ungünstige Verwirbelungen unter dem Wohnwagen. Bei uns war es jetzt tatsächlich so, wir konnten es wirklich nachvollziehen. Wir hatten halt ein bisschen, ja, man könnte Sturm sagen, man könnte starken Wind sagen, wie auch immer. Es war jedenfalls sehr stürmisch und hat geregnet. Die Gicht des aufsprühenden Wassers sozusagen ist dann hier unter dem Träger quasi hochgekommen und hat sich dann hochgearbeitet. Und wenn ihr das mal seht, ihr könnt gerne mal näher kommen, haben wir hier so eine schöne Spur. Ja, und wenn ihr hier schaut, haben wir die Dichtung, wie die abgedichtet hat. Hier ist alles sauber, ja, hier geht die Spur schön lang. Und dann ist es natürlich so, dass das Wasser dann lustigerweise in den tiefsten Punkt, logisch, ne, läuft
und dann in die Lampe hinein. Also es ist kein Dichtungsproblem, sondern es ist tatsächlich hier ein Lochproblem. Ja, und was machen wir dagegen? Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, wir haben hier in dem Fall so Power Tape und damit werden wir jetzt die Löcher aber alle verschließen. Warum Power Tape? Aus dem einfachen Grund, falls man doch mal ran muss, wäre es doof, wenn wir jetzt hier was draufkleben in der Art und Weise, dass jetzt zum Beispiel eine dauerhafte Klebung stattfindet. So ein Powerband kann man schnell abziehen, falls doch mal der Heckträger weggenommen werden muss oder wie auch immer. Da kann man wieder neues Powertape machen. Und wie wir das genau machen, das zeigen wir euch gleich. Ja, jetzt machen wir das erstmal sauber, damit wir das ordentlich quasi kleben können und damit es hier sowieso erstmal ordentlich sauber wird. Ich nehme Wash-Up dazu, weil das geht jetzt am einfachsten und am schnellsten. Das könnt ihr dann gerne auch mit nutzen. Ich verlinke euch natürlich unten in der Videobeschreibung alles, was ich jetzt hier benutze, damit ihr das gegebenenfalls nachkaufen könnt. So. Was ich noch vergessen habe zu sagen, fällt mir gerade ein. Jetzt haben wir natürlich schon alles ausgebaut, ne? Und alle Verkleidungen weggemacht und so weiter und so fort. Wie ihr das bei eurem Wohnwagen abmachen könnt, seht ihr im Anschluss an, ja, am Ende. Ich baue das natürlich dann alles wieder zusammen und nehme euch dazu natürlich mit. Da müsst ihr dann einfach mal Schritt für Schritt quasi rückwärtig denken oder euch rückwärtig das nochmal anschauen, wie das am besten auseinandergenommen wird und vor allen Dingen hier die Chromblende abgenommen wird, weil das ist dann schwierig. Aber da kommen wir dann zum Schluss nochmal dazu. Jetzt machen wir erstmal nochmal schnell fertig hier sauber, damit wir das auch ordentlich ankleben können und es im Allgemeinen erstmal auch hier hinten wieder schön ordentlich aussieht. So. Ja, und somit haben wir es erstmal sauber und dann können wir auch ordentlich das rankleben. Ja, dann nehmen wir unser Powerband, machen uns mal zwei Streifen. Ruhig ein bisschen größer. Ich nehme jetzt mal so, das sind vielleicht so 6-7 cm. Das heften wir einmal hier dran. Als nächstes nehmen wir ein gleich langes oder ähnlich langes. Schneiden das auch nochmal ab. Jetzt kleben wir die zweimal zusammen, quasi überlappend. Ich hoffe, ihr seht das alles. Und gehen dann einmal hier, ich mache das mal längst, auf das Revisionsloch. So. Ja, wer das möchte, kann dann noch einen quer machen. Das mache ich jetzt zum Beispiel noch mal einen etwas längeren Streifen quer. Den setzen wir jetzt hier noch quer drüber. Ja, und somit verschließen wir jetzt alle drei Löcher. Hier müssen wir dann noch mal schauen, das nehme ich euch noch mal mit ran, wenn wir die Leuchte dann hier reinsetzen, weil wir müssen ja noch ein Kabel durchbringen. Ja, wenn wir gerade so ein bisschen dabei sind, dann könnt ihr auch gleich mal sehen, ich habe jetzt hier noch ein bisschen den Lappen hier liegen. Wenn ihr euch mal eine Lampe tauschen wollt, Blinkerlampe oder normale Bremslichtlampe oder Nebelschlussleuchte, Rückfahrscheinwerferlampe, das geht relativ einfach. Ich lege die jetzt einfach mal kurz hier rein. Wir tauschen jetzt mal die Blinkerlampe, das ist die hier außen. Einfach diesen kleinen Hebel ein bisschen beiseite drücken, vorsichtig rausziehen und dann habt ihr das schon quasi einmal in der Hand. Ja. Wir tauschen das jetzt gegen verchromte aus.
Aus dem einfachen Grund, hier löst sich schon der Lack von den Lampen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier haben wir schon ein bisschen ein paar Lackabblätterungen. Quasi die blinkt nicht mehr richtig schön gelb. Und wir nehmen verchromte. Das kennen wir schon bei unseren Autos. Die sind auch alle verchromt und das hält ewig, bis natürlich der normale Glühfaden, sage ich mal, vorbei ist. So, was nehmen wir dazu? Natürlich ein Stückchen Lappen oder könnt auch ein Taschentuch und ein unbenutztes nehmen, wie auch immer. Ich nehme jetzt hier mal so ein normales Mikrofasertuch, weil nicht mit den Fingern auf den Glaskörper, weil das brennt sich dann ein und dann gehen die Lampen schneller kaputt, beziehungsweise die werden dann dunkel. Ja, und dann wird die einfach hier wieder reingesetzt. Fertig ist es. Und somit setzt man diese dann wieder hier in den Körper zurück. Einfach hier reinsetzen und bis es Schnapp macht, Glück, fertig. Natürlich alte Lampe wieder rausnehmen, sonst klappert es andauernd. Okay. So, als nächstes werden wir jetzt erstmal hier in den Verteiler die Lampe wieder einstecken. Das kann man nicht verdrehen, das geht einfach ganz normal, bis es einrastet. Dann haben wir hier noch so eine Schutzhülle, die werden wir jetzt hier noch drüber setzen. So, damit auch in den Kabelstrang kein Wasser reinkommt. Und nun geht es daran, hier das reinzuschieben. Und dann müssen wir den Kleber dran bringen. Ja, ich habe mir jetzt mal so vier solche Schnipselchen quasi vorbereitet. Wir werden jetzt einmal zwei Stück wieder zusammenkleben, überlappend, damit wir das hier einmal draufsetzen können. Das wäre Nummer 1. So, das gleiche machen wir jetzt hier mit den zwei. Ja, mit der Lampe, da müsst ihr dann immer ein bisschen aufpassen. Normalerweise hält das schon. Aber eine Hand mehr ist auch nicht verkehrt. Wenn ihr euch da jemanden dazu nehmt, der vielleicht die Lampe hält, ist das bestimmt nicht verkehrt. So, und jetzt würde ich sagen, kommt da mal ein Stück näher, damit wir das genauer sehen. Und zwar müssen wir jetzt zusehen, dass wir dieses eine Kabel hier kurz mit reinsetzen. Das ist ein bisschen fummelig. Das müssen wir aber sehen, dass wir das so weit hinbekommen. So, dann machen wir das einmal hier oben fest im oberen Bereich. Dann kleben wir das hier noch fest. Einmal dann noch hier oben festsetzen und den Lampenträger einsetzen. Da müsst ihr hier drüben aufpassen, da ist wie so eine kleine Nase und die müsst ihr in den Gummi reinsetzen. Und auf der Seite, den hatte ich sicherheitshalber mal ein bisschen reingedreht, die nehmen wir jetzt kurz mal raus, die Schrauben. Da sind dann zwei Kreuzschlitzschrauben und schwupps, setzen wir die Schrauben wieder rein. Nehmen uns einen Kreuzschlitzschraubendreher, so heißt das gute Stück in Fachkreisen, und schrauben das einfach fest. Und hier unten auch. Perfekt. Da ist fest und da ist auch fest. Ja, das Ganze machen wir jetzt noch auf der linken Seite. Und wenn wir das soweit gemacht haben, nehmen wir euch noch mal ganz kurz dazu. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt, denke ich mal, zugucken, weil ihr kennt die Schritte ja jetzt. Aber wenn es dann zum Zusammenbau der Spange geht, dann nehmen wir euch gleich wieder mit dazu. Ja, jetzt haben wir auch die linke Seite noch schnell mit behoben und das schon mal präventiv quasi verklebt. Ja, jetzt geht es daran, die
Chromspange wieder einzusetzen. Und da würde ich euch mal kurz was zeigen, worauf ihr auf jeden Fall mal achten müsst. Was ihr dazu braucht, ist ein Kreuzschlitzschraubendreher. Und da gibt es zwei Schrauben, die wir einsetzen müssen. Und da zeige ich euch das mal. Ich hole die mal schnell eben ran. Ja, wie ihr jetzt bestimmt seht, haben wir hier solche, ja, ich sag jetzt mal, wie sagt man dazu? Ich weiß nicht, vielleicht so eine Art Dübel oder keine Ahnung, wie man das genau nennt. Da ist das Problem, dass die gerne wegplatzen beim Rausnehmen. Also müsst ihr wirklich ganz vorsichtig rausziehen, die Chromspange. Und damit euch das nicht wegplatzt, ansonsten, euer Händler hat natürlich Ersatz, aber wäre ja schade drum. Wir werden sie jetzt mal ansetzen und dann quasi festdrücken. So, jetzt seht ihr ja die Anordnung der, ich sage es jetzt immer noch mal, Dübel. Ich weiß nicht, echt, ich muss googeln. Oder schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie das Ding heißt. Also ich bin jetzt tatsächlich kurz überfragt. Wir setzen das ganz normal an. So, und jetzt ist es einfach nur randrücken beim Zusammenbauen. Wenn ihr das abnehmen wollt, nehmt euch, was weiß ich, einen Plastiklöffel oder was auch immer und hebelt das ganz leicht raus, damit es eben diese kleinen Sprossen hier nicht abbrechen. So, wir machen jetzt eins, wir bauen es ja wieder zusammen. Also einmal ansetzen, nochmal ansetzen und mit Schwung dagegen. Das knallt ordentlich, aber es ist fest. Als nächstes müssen wir noch die Halterungsschrauben festschrauben. Und die sitzen einmal hier unten. Und das zeige ich euch jetzt. Die eine Schraube haben wir hier. Da setzen wir jetzt gleich mal eine rein. Die haben wir jetzt drin und die nächste ist dann auf der anderen Seite und da schrauben wir dann jetzt die zweite rein. Fertig. So, nochmal ganz kurz zum Auseinanderbauen, wenn ihr quasi die Chromspange abnehmen möchtet. Erst die Schrauben lösen, dann vorsichtig die Spange heraushebeln und dann könnt ihr den Rest machen. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr einfach hier reißt und zieht, das bringt nichts, ne? Also erst die Schrauben lösen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie wir das Problem quasi lösen oder für uns jetzt gelöst haben, dass hier kein Wasser mehr in die Leuchte eintritt. Wie kriegt ihr das Wasser aus der Leuchte raus? Das habe ich nämlich vorhin vergessen zu sagen. Das ist ganz einfach. Das habt ihr ja im Anfangsvideo ganz kurz mal gesehen. Den Ausschnitt, den ich euch gezeigt habe, einfach auslaufen lassen. Und dann ganz normal bei Zimmertemperatur, bei euch im Wohnzimmer oder wo auch immer, wo ihr einen freien Platz habt, einfach ganz normal trocknen lassen. Ihr könnt das auch, wenn das Wetter schön ist, in die Sonne legen, da tut die Sonne ihr Übriges, aber ansonsten ganz normal mal eine Woche bei Zimmertemperatur einfach trocknen lassen. Und dann könnt ihr es ganz normal wieder einbauen, in der Art, wie wir es jetzt halt gemacht haben, kommt jetzt kein Wasser mehr in die Leuchte rein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne Daumen hoch, abonniert gerne unseren Kanal, drückt die Glocke, da verpasst ihr nämlich kein neues Video. Und da sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!